Hallöchen, meine Lieben. Ich habe Post bekommen. Ich habe bei Fansales bestellt. Kam heute an und was ich bestellt habe, das würde ich euch jetzt gerne zeigen. Fangen wir direkt an, damit es nicht allzu lange dauert. Es ist eine Menge drin. Raschel, raschel. Kann losgehen. Und zwar habe ich bestellt diese, wie heißt das? Döschen. Das sind, der eine oder andere kennt das sicher, das sind kleine Schiffchen. Das ist ganz gut, wenn man mal ein paar weniger Steinchen hat. Braucht man die großen nicht nehmen. Und auch so zur Aufbewahrung finde ich das gar nicht so schlecht. Fand ich süß, habe ich bestellt. Dann direkt nochmal ein Dreierpack hinterher in Türkis. So, einmal diese Größe und diese Größe. Ich finde das so süß. Da ist wieder das gleiche. Kleine Schiffchen kann man ja auch so. Kleinzeug drin aufbewahren oder so noch. Und noch ein ganz kleines. So niedlich. So, also Schiffchen habe ich jetzt, glaube ich, genug. Weiter geht's damit. Und zwar habe ich mir mal diesen Stift bestellt. Fand ich ganz interessant. Gucken wir uns mal an. Sah nämlich so aus, dass man damit den Abstand messen kann. Mal gucken. Okay. Huch. Ist, glaube ich, eher nur Spielerei, aber so kann man auf die Schnelle mal schnell gucken. Und da vorne, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, ist, wie nennt man das? Also hier, die, ne, von dem Stift eben, da kann man Wachs oder Putterfix reintun und kann damit painten. Fand ich cool, habe ich gedacht, naja, komm. Bestellen wir mal mit. Dann hatte ich ja beim letzten Mal schon diese Aufsetzer, diese Mehrfachaufsetzer bestellt. Und wollte jetzt nochmal einen Schieber haben. Den gab es jetzt nicht in der gleichen Farbe, aber das ist nicht so schlimm. Kann man nämlich dann die Steinchen auch mal zurechtschieben. Finde ich ganz gut. Und die passen halt auch immer, ne? Direkt drauf. Ich mag die. Finde ich schön. Diesmal ein bisschen mehr Tools bestellt. Aber sowas braucht man ja auch. Braucht man ja auch tatsächlich. Dann habe ich bestellt ein Coverminder. Daran habe ich gar nicht so viel. Gucken wir uns auch mal eben an. Wartet mal. Ich muss mich hier ein bisschen beeilen mit dem Video, weil die Bauarbeiter gerade ruhig sind da oben. Sanieren ja über mir die Wohnung und dementsprechend ist das immer sehr laut. Ist der süß. Eine Muschel. Jetzt mal ein bisschen mehr Licht. Eine Muschel, die glänzt und glitzert. Und hinten sind Magnete dran.
kann man sich dann aufs Bild packen und damit die Folie festmachen. Fand ich süß. Und dann noch einen. Auch die finde ich ja so niedlich. Ich finde schön, dass die immer in den Verpackungen kommen, ne? Ein kleines Tröpfchen. Das mache ich eben mal auf. Ist das süß? Oder ist das süß? Kleines Tröpfchen. Und auch hier haben wir Magnet unten dran. Und das Ganze an der Folie festzumachen. So niedlich. Ja, das waren die Tools. Ich räume die mal rüber. Jetzt wird es ein bisschen größer. Fangen wir mal damit an. Und zwar habe ich ein Bild bestellt in, wie ihr seht, 30x50. Motiv Mickey Maus fand ich so süß. Wir schauen mal rein. Wenn man die Dinger einmal ausgepackt hat, kann man sie auch nicht mehr einpacken. Kriegt man nicht mehr zusammen. Da haben wir, wie immer, ein Standard-Toolkit. Und Steinchen, in dem Fall runde. Ich habe jetzt mal mit runden Steinchen wieder bestellt. Ne? Mal was anderes als eckig. Oh, hier sind die Steine. Was ist denn das? Was ist denn da passiert? Nein. Ihr seht, da sind die Steinchen ausgekippt. Aber es ist zum Glück nur eine Farbe. Die kann man dann, da ist ein Loch drin. Die kann man dann wieder reinsortieren. Und da bin ich gespannt. Jetzt habe ich was gepainted gesehen auf der Website und fand das so süß. Oh ja. Das war eine Mickey Maus. Das sieht echt gut aus. 30x50. Ich dachte, das ist ein bisschen größer. Aber das ist ja süß. Der Druck ist auch, wie ich finde, hervorragend. Ich hoffe, ihr das seht. Kamera hängt so weit oben, ist selber nichts. Wir haben hier 22 Farben, Buchstaben und Zahlen. Finde ich gut, finde ich immer gut. Ich bin gespannt, also es sieht gut aus. Gucken wir mal, wie es aussieht, wenn es fertig gepainted ist. Das mal wieder einpacken. Ist ja, wenn man die einmal aus der Folie hat, kriegt man die nicht mehr zusammen. Das geht nicht. So, und dann kommen wir zu dem. Da haben wir hier, ich weiß nicht, ob man sieht, dieses Harry Potter Motiv mit der Eule, dem Buch, der Kerze, der Brille. Ich finde das schon so lange so toll. Wollte es immer bestellen. Habe ich nie gemacht. Jetzt habe ich es bestellt. Und zwar in 48x65. Es kam leider ein bisschen demoliert hier an. Wir schauen mal. Das nicht doch noch irgendwie hinkriegen. Das ist halt ärgerlich, ne? Das ist richtig ärgerlich. Oh mein Gott, ist das Ding groß. Und ich sehe schon, ein Standard-Toolkit wie immer, aber jeder, der mich kennt, der weiß genau jetzt, dass das ein Bild ist, was wahrscheinlich erstmal ewig rumliegt, weil oh, ich sehe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Auf den ersten Blick 7 Tüten schwarz. Und die 310 ist tatsächlich meine Hasszahl. 310, nee. Ich habe in letzter Zeit so viele Bilder gemacht mit der Farbe schwarz. Ich mache aber auch immer wieder denselben Fehler. Ne? Ich stelle immer Bilder, die schwarz sind. Überwiegend.
ist das groß, seht ihr das? Ich muss mal kurz hier die Lampe wegtun, damit man ein bisschen was sieht. Das Motiv ist so, so schön. Das spiegelt leider, aber ich kann es nicht ändern. 23 Farben haben wir hier und ich sehe schon Zahlen, Buchstaben und Symbole. Oh, davor habe ich immer Angst, ne, vor den Symbolen. Dass man da vielleicht das nicht sieht richtig oder so. Ja, wir gucken. Sieht nach Konfetti aus. Der Druck ist okay. Ich finde ihn gut. Ja, mega, mega. Und 50x70 kriege ich gar nicht auf meinen Schreibtisch. Also ihr könnt die komplette Größe leider gar nicht richtig sehen. Das Ding ist riesig. Ja, mega gut. Hab ich bestellt. Bin ich gespannt. Ich muss aber das Ding muss erstmal ein bisschen, weil das ist tatsächlich vom Transport. Das wird ja immer in diesen Plastiktüten versendet. Und das ist ein bisschen mitgenommen vom Transport tatsächlich. Aber das ist nicht schlimm, das kriegen wir hin. Dann ist das auch wieder gerade. Ja, ich mache das eben wieder. Ich kann es ja nicht haben, ne? Wenn das so einfach so liegt, muss das immer zumachen. Ja? Das war meine Bestellung von Fencels. Die Artikel tue ich euch wie immer in die Infobox mit Links, damit ihr direkt zu den Artikeln kommt und alles wiederfindet. Ich glaube, der Versand war jetzt tatsächlich unter 2 Wochen. Also es ging wirklich, wirklich relativ schnell. Und die haben auch immer so tolle Sachen, ne? Man weiß immer nicht, was soll man zuerst bestellen, weil es so viele tolle Sachen gibt. So, jetzt haben wir alles mal schön postiert. Meine Bestellung, ich freue mich. Ich werde das jetzt alles gleich mal einsortieren. Und umsortieren und einräumen und was man so macht, ne, wenn man neue Bestellungen bekommt. Bestellt habe ich, wie gesagt, bei Fencels, werde ich euch in der Infobox verlinken. Ganz wichtig, beim letzten Mal habe ich es noch nicht gehabt, aber jetzt habe ich einen Code für euch und zwar mit dem Code Melanie, den schreibe ich euch in die Infobox, spart ihr nochmal 5% on top, wenn ihr bei Fencels bestellt. Das war's, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder Abend oder wie auch immer, wann auch immer ihr dieses Video seht. Und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.